Die goldene Brücke zur Rente. Warum Arbeitslosengeld meine spätere Rente erhöhen kann. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. In Deutschland stellten im Jahr 2020 rund 1,68 Millionen Versicherte einen Rentenantrag. Davon wurden rund 1,4 Millionen Renten bewilligt. Das sind Anträge für hinterbliebenen Renten, EM-Renten oder Altersrenten. So die Statistik der deutschen Rentenversicherung. Bei den Altersrenten haben wir im Jahr 2020 rund 194.000 Versicherte, die eine Rente mit Abschlag erhalten. Also erstmals ab dem 1. Januar und dann die Folgemonate eine Rente mit Abschlag erhalten. In dieser Zahl erfasst sind die Rentenbewilligungen unter anderem für eine Altersrente für langjährig Versicherte und auch für eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Damit haben ca. 194.000 Menschen einen Abschlag in ihrer Rente in Kauf genommen. Ob nun mit dem höchstmöglichen Abschlag oder mit dem geringsten, das kann ich Ihnen nicht sagen. Dazu sagen mir die Statistiken, die ich da gesehen habe, noch nicht allzu viel. Entscheidend ist aber, dass diese Menschen Verluste für den früheren Rentenbeginn für ihre Rente eingefahren haben. Oft wissen die Betroffenen aber nicht, dass sie nicht immer sofort in Rente gehen müssen, sondern auch übergangsweise Arbeitslosengeld in Anspruch nehmen könnten und somit die Abschläge der Rente, wenn sie später in Rente gehen, verkürzen oder sogar verhindern könnten. Es gibt grundsätzlich keinen Rentenzwang in Deutschland, außer im Fall der Vorruhe und des Hartz IVs. Vorruhestand hat bitte nichts mit der Altersteilzeit zu tun. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld I ist ein wohlerworbener Anspruch. Dafür haben die Versicherten oft Jahrzehnte hart gearbeitet. Und genau dieser Anspruch könnte dazu führen, könnte eine goldene Brücke werden zum späteren Rentenbeginn mit weniger oder mit gar keinem Abschlag. Und warum sollte ich denn auf den Anspruch auf Arbeitslosengeld I überhaupt verzichten, wenn ich es bekommen kann? Also, wenn es im Einzelfall möglich ist, sollte man sich schon vor dem Rentenbeginn einfach mal Gedanken machen, ob es nicht besser ist, bis maximal 2 Jahre Arbeitslosengeld I zu beantragen und dann erst später in Rente zu gehen. Und Gründe, die dafür sprechen, liegen aus meiner Sicht auf der Hand, wenn zum Beispiel das Arbeitslosengeld genauso hoch ist oder höher ist als die vorgezogene Altersrente. Ich kann für 2 Jahre maximal Arbeitslosengeld beziehen und für 2 Jahre den Rentenabschlag verhindern oder verringern. Das sind 7,2%. Das kann im Einzelfall eine Masse Holz sein, eine Masse Geld sein, die Sie dann später bei der Rente wieder gut machen. Also ich habe mal ein Beispiel, wenn Sie 1.000 Euro Rente haben, dann wären das 72 Euro mehr Rente, wenn Sie 2 Jahre später in Rente gehen. Das sind also pro Jahr 874 Euro mehr Rente, bezogen auf eine durchschnittliche Lebensdauer bis zum 80. Lebensjahr, kommt da schon ordentlich Geld zusammen, was man da möglicherweise noch zusätzlich an Rentenleistungen bekommt. Und was auch interessant ist, das Arbeitslosengeld I erhöht auch die späteren Rentenansprüche nochmal, weil die Bundesagentur für Arbeit aus 80% ihrer Beitragsleistungen oder aus 80% ihres Arbeitseinkommens, was Grundlage der Berechnung des Arbeitslosengeldes ist, noch zusätzlich Beiträge in die Rentenkasse einzahlt. Wenn man dann noch den unterlassenen Rentenabschlag noch mit dazu rechnet, kann da schon ordentlich Geld zustande kommen. Fazit: Sie sehen, es macht durchaus Sinn, dass man sich darüber einfach mal Gedanken macht, bevor man in Rente geht, lieber Arbeitslosengeld zu nehmen, als die Rente zu beanspruchen und somit Rentenabschlag zu verringern und somit auch eine spätere Rentenleistung zu erhöhen. Wir sagen, das Arbeitslosengeld I kann wirklich eine goldene Brücke zur späteren Rente sein. Näheres zum Arbeitslosengeld und zur Rente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.